Es ist toll, was wir da ausgesucht haben, aber nicht perfekt. Ich hasse Krawatten. Ich hasse nämlich eigentlich Krawatten. Ach, man darf nicht hassen. Ich liebe Krawatten ganz besonders nicht. Da kann ich jetzt keine Rücksicht drauf nehmen. Schauen Sie mal, das Ganze wird sofort aufgewertet. Oder hier? Oder Farbe? Das ist nicht meine Farbe. Nichts gegen Farbe, aber das ist nicht in Ordnung. Nichts gegen eine Nadel, aber die gefällt mir einfach nicht. Er ist ja sehr auffällig in seinem äußeren Erscheinungsbild. Ich konnte ihn gar nicht unterbringen. Als ich natürlich seinen Namen hörte, war mir ganz klar, da ist ein Künstler vor mir, für den auch die Garderobe, die Alltagsgarderobe, zweitrangig ist. Hast du nämlich eigentlich Krawatten? Ach, man darf nicht hassen. Und das war jetzt in der Beratung dann die Herausforderung. Wie bekommt man einen Menschen, der eigentlich mit Mode erst recht nichts zu tun hat und ansonsten sich anzieht, damit er nicht nackert ist? Ich liebe Krawatten ganz besonders nicht. Wie bekommt man den dorthin, dass er sagt, toll, gefällt mir, haben, einpacken. Nichts gegen Farbe, aber das ist nicht in Ordnung. Der Herr Holbein hat gesehen, die Begeisterung von seiner Frau, als er den Schal trug. Ach ja, der glänzende Dirigentenschal. Und wie sich Heike darüber freut, scheinbar eher nach innen. Er wird den Schal nicht mögen, aber seiner Frau zuliebe trägt er ihn. Eine wunderbare Geschichte, heute haben wir Liebe pur erlebt. Liebe pur. Und das nach 37 Ehejahren. Bei der Süßholzraspelei haben die beiden komplett vergessen, dass zu Hause in diesem Moment die ersten Partygäste erwartet werden. Rebecca und Marvin liegen auf der Zielgeraden mit den Vorbereitungen. Naja, Rebecca ist fast fertig geworden. Für den Rest hilft sicherlich, etwas zu trinken. Frühstück? Wie zu früh? Sind wir zu früh? Ist gar keiner da. Ist doch früh. Wie ist keiner da? Meine Eltern sind noch da. Ach, die Schande. Und jetzt? Aber ich glaube, das ist schon alles. Wir können noch ein bisschen helfen. Ach, ja, toll. Super. Wenigstens hilfsbereite Gäste. Denn nach Rebeccas Vorbereitungen gibt es noch jede Menge zu tun. Ach, hallo. Wir sind aber früh. Hallo, mein Kind. Kalt. Was ist denn los, Rebecca? Jetzt schon die Polizei? Ja? Guten Tag. Wohl eher die Fantasy-Polizei aus einer von Papa Wolfgangs Welten. Küss die Hand. Oder so. Ich darf mich sehr bedanken. Kommen Sie gut nach Hause und... Gute Beratung, alles prima. Top aus. Wolfgang denkt, er hätte es geschafft. Leider falsch gedacht. Nur noch ein schneller Styling-Stopp beim Friseur. So, wozu? Wohin? Kommt, mal gucken. Da steht, wir bedienen Sie nicht ohne Termin. Siehst du das? Och, Martin, steht da ganz eindeutig. Komm. Nichts da. Nichts da. Geh mal rein. Ja, aber du zuerst. Tja, auch hier hat Heike vororganisiert. Wolfgang muss diesmal als Erster ran. Das wäre dann einmal hier so eine erste Länge. Das wäre so eine optimale Länge. Oh, das gefällt mir persönlich. Gefällt Ihnen gar nicht. Nicht so. Aber wenn das ein bisschen angestuft wäre, ist das halt... Mag, ja, das mag sein. Das wissen Sie mal, die Haare sind ja eigentlich sehr, sehr fein. Und vielleicht ein paar dunklere Strähnchen reinzumachen, um dem Haar noch mehr Brillanz zu geben. Und es sieht ja auch schöner aus, wenn die Haare eben fülliger aus sind. Wie gesagt, das ist hauptsächlich der Hauptgrund für die langen Haare, ist die Bequemlichkeit. Ja, ja. Das letzte Mal beim Friseur war ich, glaube ich, vor über 20 Jahren. Das hat verschiedene Gründe. Der Hauptgrund war, dass ich auch vorher nicht zu einem richtigen Friseur gegangen bin, sondern die Frau meines besten Freundes und Agenten Dieter ist gelernte Friseuse, die den Beruf zwar seit 20 Jahren nicht mehr ausübt, aber so für den Hausgebrauch reicht es immer noch, so Haare kürzen. Sie ist dann damals nach München ausgewandert und alle zwei Wochen nach München zu fahren, um die Haare schneiden zu lassen, war mir dann doch ein bisschen aufwendig. Der Körper besteht halt aus Bewegung und danach messen wir auch die Haare. Ein wesentlich einfacherer Patient auch beim Friseur. Ehefrau Heike, die es schon eher zu genießen scheint. So, jetzt, wenn Sie so lieb wären, sich noch mal hinsetzen, dann steckt sie Ihnen eben neben so einen Knoten. Kurz, schmerzlos und dennoch schick. Heikes Dutt für die Party. Nicht für jede Frisur müssen die Haare ab, Wolfgang. Etwas Haarspray drüber und fertig ist die graue Laube.
Auch Heike ist offenbar kein Fan von wildgeföhnten Sex and the City Frisuren. So, und wir drehen sie um, dann können sie sich das besser sehen. Einfach mal gucken, ob ihnen denn sowas gefällt oder nicht. So hübsch geworden. Die Holbein-Party ist bereits gut besucht. Doch ein Ende ist noch lange nicht in Sicht. Da hilft es nichts, dass Max und Moritz Schlimmeres verhüten wollen. Gibt nur einen Tritt von Rebecca. Oder zwei. Oder drei. Wer fehlt denn jetzt noch? Ja, guten Tag. Oh. Hi. Ich bin auch schon. Wer seid die Band? Ja, ihr wollt euch nicht Garten. Hallo. Hi. Hi. Nabel. Besser, Rebecca geht gar nicht mehr von der Tür weg. Hallo. Stimmt, Wolfgang hat ja die gesamte Crew seiner Rockoper Blutnacht eingeladen. Es wird wohl eher wild werden heute Abend. Aber. Und wer kommt denn jetzt noch? Kommt ihr auch noch? Ja. Endlich, die Gastgeber sind vom Shoppen zurück. Die Party hat auch ohne Hauptperson Wolfgang bereits Fahrt aufgenommen. So, erstmal zielstrebig in Richtung Band. Da ist der Verstärker, da ist die E-Gitarre. Los geht's. Meine Ehefrau Heike wollte er sagen. Hat einen speziellen Musikwunsch, ne? Was denn? Heike, ein Musikwunsch an diesen Herrn. Schwarzbraun ist die Haselnuss. Das haben wir gerade geübt auf die Vater hier. Aber Heinos Haselnüsse müssen jetzt nicht unbedingt sein, oder? Die Hütte brennt. Rebecca hat mit freundlicher Unterstützung zahlreicher Partygäste tatsächlich eine ordentliche Fete hingestellt bekommen. Nur Wolfgang und Heike sind wieder einmal unauffindbar. Die beiden werden doch nicht. Nein, jetzt wird erst einmal präsentiert. Ja, rat mal aus dem Schlafzimmer. Hast du den Besuch eingeladen? Ihr solltet Musik machen und nicht Modenschau. Wir machen keine Modenschau. Das ist das neue Kleid. Ist das dein Umstyling? Ja, das ist mein Umstyling. Ich übe gerade Schwarzbraun ist die Haselnuss für Heike. Ja. Ich kenne das nur von Otto. Schwarzbraun ist die Haselnuss. Schwarzbraun ist die Haselnuss. Schau mal vor. Schwarz-braun ist die Haselnuss. Schwarz-braun ist die Haselnuss. Ist das so gut, Heike? Super. Ja, hervorragend. Womit wieder einmal bewiesen wäre, eine echte Metal-Party braucht keine große Bühne. Und wo hart gedrummt wird, fallen auch mal Späne. Und Wolfgang hat noch eine spezielle Mitmach-Idee für seine Fans in petto. Die Idee ist etwas, das ich schon mal, aber in einem kleineren Maßstab gemacht habe, einfach eine Grundidee oder vielleicht auch nur eine Situation in den Raum zu werfen und alle Beteiligten zu bitten, mir auf ein Stück Papier in maximal 2 bis 3 Sätzen zu schreiben, was sie davon halten natürlich und wie es weitergehen könnte, welche Geschichte daraus werden würde. Und ich denke mir, dass ich das dann hinter meinem Hut rumgehe, das einsammle und wenn ich nach dem Theater ein bisschen zur Ruhe gekommen bin und Luft geschnappt habe, versuchen aus diesen Ideen eine Geschichte zusammenzubasteln. Ich sage gleich einen einzigen Satz oder vielleicht auch zwei, eine Ausgangssituation und wer Lust hat, schreibt in maximal 3 Sätzen und bitte keinen Satz über 70 Worte. Die Fortsetzung, wie er sich das vorstellt, auf ein Blatt, auf die Rückseite vielleicht seinen Namen. Und ich werde einfach versuchen, daraus eine Geschichte zusammenzubasteln. Und so wird aus der Metal-Fete doch wieder eine Fantasy-Party. Literarisches und alkoholisches. Wenn Erfolgsautor Wolfgang mixt, hat das in jedem Fall Zukunft. Und jeder RTL2-Zuschauer kann selbst mittexten. Also, wir haben ja eben die Zeit, als du nicht da warst und wir alles alleine machen mussten, sinnvoll genutzt. Und deine Frau, deine Geliebte,
hat dir in der Zeit ein total tolles Gedicht gereimt. Ist doch ganz wahr. Was sie jetzt unbedingt aufsagen möchte. Das war so ein schöner Abend. Nun komm, sag's. Sag's ihm. Ich hab doch gar kein Gedicht. Sag es. Ich hab kein Gedicht. Wie, du hast kein Gedicht? Ich hab's dir vorgesagt. Wie ging das denn nochmal? Hab ich vergessen. Okay, pass auf. Lieber Papi, ich bin total froh. Aber jetzt muss ich mal echt aufs Klo. Wie, der macht im ich finde, dass der Abend erstaunlich gut gelaufen ist. Also dafür, dass wir wirklich, beziehungsweise dass ich wirklich auf den allerletzten Drücker noch fertig geworden bin, ist es erstaunlich gut gelaufen. War ein turbulenter Tag, das Styling war toll und hat mir also alles sehr gut gefallen, weil habe ich eigentlich ganz selten, wenn überhaupt. Also dieser Tag war zweifellos sehr, sehr anstrengend, vor allem, weil er für mich sehr ungewohnt früh begonnen hat. Es ist unglaublich viel passiert eigentlich für einen einzigen Tag. Und bis auf zwei, drei winzige Kleinigkeiten hat aber alles wunderbar geklappt. Ich bin schon zufrieden. Und so endet auch dieser Tag bei der schrecklich fantastischen Familie Holbein mit einem schläfrigen Happy End. Erfolgsautor Wolfgang und seiner Heike sei die Pause gegönnt. Denn ich liebe dich.